Und hey ho, meine lieben TV-Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt's mal was ganz anderes als sonst immer. Nämlich spielen wir heute Valorant. Vielleicht nicht wissen, was genau Valorant ist, erkläre ich es mal kurz. Man kann sagen, dass das Spiel eine Mischung aus Overwatch und CSGO ist. Grafik von Overwatch und Spielprinzip von CSGO. Ihr müsst halt so ein, ich sag mal, so eine Bombe platzieren in diesen Spielmodus und das gegnerische Team muss sie entschärfen. Und wenn ihr stirbt, seid ihr für die Runde komplett raus. Ja, das Spiel ist ein Ego-Shooter natürlich, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Und es kam am 2. Juni 2020 offiziell das erste Mal raus, war aber davor auch schon 2 Monate lang in der Beta-Phase verfügbar. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video und ich hätte gesagt, rein in die Runde. Nun bin ich stark genug für uns alle. Auch stark genug, um mir einen runterzuholen? Es liegt alles an mir. Ein Gegner. Ja, verloren. Schade. Nicht fehlgezündet. Können wir das feiern? Man sperren wir schon. Beschützt Mütterchen Russland. Also, wenn in Valorant irgendwann Battle Royale Modus kommt, das wäre anders wild. Der Gegner schimmelt wahrscheinlich gerade wieder in der letzten Ecke. Habe ich nicht gesagt? Aha. Lebender Spieler. Was? Was? Ich bin der letzte Lebende? Oh. Bitch! Race, verbreite dein Chaos. Halt doch die Schnauze, Alter. Das sieht aus wie Monster Energy. Wie ihr ja von Krunker.io wisst, bin ich der Sniper-Gott. Deswegen werde ich das jetzt auch in diesem Spiel hier unter Beweis stellen. Ey, ich wollte gerade anvisieren. Habt ihr es vielleicht gesehen? Alter. Verteidiger gewinnen. Als ob das jetzt so schnell gegangen ist, what the fuck? Naja, wie ihr wisst, ich habe ja nur die Gegner gewinnen lassen, damit sie auch mal eine Chance haben. Da kommt einer. Da kommt einer. Komm schon, pick du hoch und so. Boah, Junge. Shut up in English and I play with you mom in the bed with Kistenschlacht and then I steck my Blindenstock in deiner Mutter in S. Bitch, wegbannen. Angreifer gewinnen. Das Spiel ist zu krank, sag ich ganz ehrlich. So Leute, dann hoffe ich, dass euch diese Aufnahme Valorant gefallen hat. Falls ja, dann zeigt es auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr vielleicht mit mir zusammen mal Valorant spielen wollt, dann addet mich auf jeden Fall JakobTV, wie ihr hier seht, hier oben rechts. Und ja, dann hätte ich gesagt, tschüss, haut rein! I might just go psycho, too many drunk white ho.